Sony Interactive Entertainment präsentiert. Guerilla Games. Nixes. In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen, zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist.
bist du noch am ehesten eine Mutter für mich. Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Wie Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Und damit ein recht herzliches Willkommen. Wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Da, die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Gut. Und damit erstmal ein recht herzliches Willkommen, wenn hier jetzt keiner reinlabert, das hoffe ich doch kurz. Zu Let's Play Horizon Forbidden West. Ich weiß, die PC-Version ist schon zwei, drei Monate draußen.
Oder auch 200 Tage, 200 Wochen. Ja, ein bisschen später bin ich jetzt dran. Aber nichtsdestotrotz spielen wir das jetzt mal. Ich habe auch den ersten Teil gespielt. Der war ziemlich cool. Und den zweiten habe ich den geholt. Und dann kam er jetzt nicht zu. Und dann habe ich den irgendwie, ja, letzte Zeit nicht gespielt. Aber jetzt, Leute, hole ich den nach. Und wir den nach. Und ich bin gespannt, wie es wird mit Aloy wieder. Mit unserer, eine Art, nicht künstlich, aber hier. Ja, wie bei Agent 47 künstlich erstellt, sozusagen. Ist ja Aloy auch. Ich bin gespannt, wie es wird. Und wir legen jetzt los und sammeln erstmal Heilkräuter. Ja. Cool, okay. Ja, wir spielen die PC-Version. Ja. Wie überhaupt. Aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Genau. Natürlich. Da denkst du, ich mach die nicht voll oder was? Mein Medizinbeutel war immer voll, glaub ich. Meistens. Jetzt nicht künstlich, sondern ein Klon. Genau, ein Klon wollte ich ja sagen. Ja, Klon ist, ja, so halb, ne? Ein halber Klon, die liebe Aloy. Vom Horizon Projekt. Und dieses Mal geht's bei mir in den Verbotenen Westen, das DLC, besitze ich auch, dieses Story-DLC von Teil 2. Das besitze ich auch, weil das... Mehr von den roten Pflanzen. Gleich ein Teil ist, aber konnte man nicht irgendwie auch... Diese Ruinen, da müssen wir hin. Ein Schlag. Okay, mit X kann man... Ich sehe mehrere Wege nach unten. Ja, das ist schön für dich. Wonach suchen wir genau? Den Bäcker? Es ist eine KI. Es ist nicht schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Klingt kompliziert. Diese Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Das ist damit die wichtigste Frage im Videospiel. Ein paar Vorräte. Wer spannt die Seile und wer markiert immer den Weg? Besonders in so verlassenen Gegenden. Wer kam da hin und hat den Weg markiert? Wenn man doch der Erste war, der diesen Weg geht. Das ist eine gute Frage, ey, lol. Die Frage stelle ich mir, als ich Videospiele spiele, und dann heute keine Antwort. Vielleicht bekommen wir von Sunia eine Antwort in, wie heißt Horizon Forbidden West? Wieso macht mir das Schaden? Oh Gott, macht keinen Schaden. Die Pest. Plage. Eine richtige Plage. Verstehst du? Plage. Oh Gott. Genau. Das ist die Map. Ne, das ist nicht die Map. Das ist die. Ist so eine Tutorial-Map. Oh Gott. Also, wir haben Haupt-, Neben-, Aufträge, Aufgaben. Wir haben bestimmt hier noch ein paar. Lager bestimmt. Fähigkeiten. Kann man sich. Oh Gott. Maschinenmeisterin, Eindringling, Überlebende. Mal reingucken hier. Ach du Scheiße. Nochmal. Wie lange ist denn das Spiel? 3 Jahre? Und dann kriegt man, ich weiß nicht, ob man jetzt viele Erfahrungspunkte bekommt oder das Spiel extrem lang ist. Mal gucken. Scheiße. Okay, also sofort, wenn man da reintritt. Ich hätte auch ins Wasser gehen können. Warte mal, Frau. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Genau. Ja, herstellen. Ach, Holz fehlt mir. Scheiße, ich hab Holz. Holz. Oh, scheiße. Mist.
der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Auf jeden Fall sollten wir sie auch mitnehmen. Sofern sie noch gebrauchbar sind. Noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Also Metallscherben und Reinholz brauche ich. Pfeile sind bereit. Okay. Eine Leiter. Ah, okay. Warte. Ja, wartet ein doch. Der Pfeil kann alles lösen. Ich ja. Auf das Schloss ziehen. Gleich. Warte mal. Kann man das ausstellen? Allgemein, ja genau, Brotkrümel Navigation. Brotkrümel, okay. Ja genau, wir können immer an Kamera wackeln, Standort, da wackeln wir. Quicktime, Events. Aha. Okay. So ist eine Animation beim Einsammeln, natürlich. Okay, nice. Bewegung. Angau Fokus, ja. Okay. So, übrigens habe ich die Funktion gefunden, die ich haben will. Doppeltippen zum Ausweichen. Da müsste unter Barrierefreiheit gehen. Okay, das ist Barrierefreiheit. Und übrigens, wenn ihr die Tastatur einstellen wollt, wisst ihr, auch unter Barrierefreiheit. Ah ja, hier. Auch unter Barrierefreiheit. Okay. Ist auch Controller? Die Tastatur kann man nicht einstellen oder wie? Na gut, egal. Die will ich auch nicht einstellen. Aber gut, muss man also, um das einzustellen, finde ich unheimlich nervig, wenn du zweimal A drückst und sie gleich eine Rolle macht, deswegen. Ganz blöde mal, deswegen. Welche Steuerung dann? Das finde ich eh schöner. Schwimmt eine Runde. Okay. Aber ist ja schön, dass man das einstellen kann. Ja, klar. Weiß nicht, wie man mit dem Bogen schießt. Alter Schütze. Zack. Okay, wir müssen immer dann denken, Metallscherben wie ein Beirrer zu sammeln und. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Also. Wow. Was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Also, wir merken, soziale Kontakte halten können wir jetzt nicht so gut. Ich hätte ja wenigstens Bescheid sagen können, ne? Runter. Oh, man kann auch heilende Dinge einsammeln und dann. Nee. Achso, ist denn im Inventar. Achso, man kann es auch im Inventar sammeln. Wo runter? Da rein, ne? Ah, da ist auch noch was. Ja, nimm doch alles mit, liebe Aloy. Warum nicht? Gold, Dorn, Pfeffer. Keine Ahnung, wofür das jemals gebrauchen werde, aber ich habe letztes Mal auch nicht alles gebraucht, was ich gesammelt habe. Das weiß ich noch. Aber lieber haben und dann hat man das und dann kann man sich nachher. Schön machen. Schön reinziehen. Oh, das sieht ja auch mal geil aus. Boah, das ist auch ein schöner Ausblick. Na komm. Scheiße. Schnell zum Gras. So was habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht.
Das ist ein normaler Roboter, ne? Tote Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Okay, konzentrieren. Wow, wo ist denn da tot? Alter, what the fuck? Da tot. Zack. Was? Alter. Wir spielen auf normal. Kommt noch einer. Haben wir den? Mal. Einmal decken. Da ist der Schwachpunkt. Zack. Aber der Kiefer Schlag, der war da immer so. Ah, die Schnauze. Das ist schon eben immer so ein kritischer Schlag. Okay, kann ich auch noch machen. Er liest die Daten der Maschine. Ja, sorry. Der Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Ah, okay. Aber wir haben jetzt schon Reinholz 57, Metallscherben 35, da hat man wohl genug ja, Reinholz. Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Oh, nett. Alter. Diese Maschine wurde auch erschossen. Was? Ja, und? Schön. Toll. Fuck mir, dass diese Maschine auch erschossen wurde. Das bedeutet, hier ist jemand, das wissen wir schon, Kumpel. Wenn wir jetzt jeder. Ich muss das Schloss treffen. Echt? Echt, ey Leute, du musst das Schloss treffen, wenn du nicht drauf setzt kommen. Danke, ey Leute, dass ich dich immer hab. Geschafft. Junge, denkst du dir jetzt, wenn wir uns jede einzelne Roboter angucken, den irgendjemand abgeschossen hat, dass wir dann irgendwie weiterkommen? Ergibt das für dich irgendwie Sinn? Nee? Okay, können wir weitermachen. Danke. Danke, Kollege. Das freut mich sehr. Ich meine, es ist ja schön, dass du dir das anguckst. Und ist auch interessant, aber das wissen wir schon, dass hier jemand war. Weil der erste Roboter, der wurde ja auch eben gerade erst erschossen. Von ihm und nicht von uns. Du hattest schon als Kind einen Fokus. Mensch, Kollege. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Mhm. Und ja, du machst ihn kaputt. Ärger. Meinen Fokus behalten. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Ja. Du brauchst keine Göttin, die dich schützt, weil du mich hast. Willkommen in der Farsinith-Startanlage. Farsinith? Cool. Ich weiß, dass sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten sie ein Backup von Gaia? Für die Touren melden sie sich bitte an der Rezeption. Das ist mein lieber Aloy. Sollen wir uns bei ihnen melden? Mhm.
Melde dich als Besucher an. Hm, warum nicht?